Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 194. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du dein Volk Schritt für Schritt führst und dass du auch uns persönlich Tag für Tag führst. Herr, wir brauchen jeden Tag deine Gnade. Wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 4. Mose, Kapitel 33. Gott gibt konkrete Anweisungen für die Besitznahme, für die Einnahme des Landes Kanan. Vers 55. Wenn ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben werdet, so sollen euch die, welche übrig bleiben lasst, zu Dornen werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten. Und sie sollen euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. So wird es dann geschehen, dass ich an euch so handeln werde, wie ich an ihnen zu handeln gedachte. Wenn die Israeliten zu lax mit den Kananitern umgehen würden, dann würden diese letztendlich ihnen zum Schaden werden. Wenn wir Sünde tolerieren, wenn wir mit der Versuchung zu lax umgehen, wenn wir nicht wirklich klare Grenzen setzen, dann wird die Sünde unser Leben wieder bestimmen. Und dann werden wir in unserem Leben wieder den Abfall erleben, den Gott uns eigentlich gar nicht wünscht. Wir sollten sehr deutlich und sehr klar uns vor Augen halten, dass wir Sünde, falsche Gedanken, falsche Gewohnheiten in unserem Leben nicht tolerieren können. Weil ansonsten wir genau dort enden, wo auch die Welt ist. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Gebiete den Kindern Israels und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land Kanan kommt, so ist dies das Land, das euch als Erbteil zufällt. Das Land Kanan in seinen Grenzen. Der südliche Rand soll sich erstrecken von der Wüste Sin, Edom entlang, so dass eure südliche Grenze am Ende des Salzmeers beginnt, das gegen Osten liegt, also das Tote Meer. Dann soll sich eure Grenze südlich der Anhöhe Akrabim wenden, bis nach Sin gehen und südlich von Kadesh Banea enden. Von dort soll sie nach Hazar Ada gehen und hinüber nach Asmon, von Asmon soll sie sich zum Bach Ägyptens wenden und ihr Ende soll am Meer sein, also am Mittelmeer. Als westliche Grenze soll euch das große Meer und seine Küste dienen. Das soll eure Grenze gegen Westen. Dies soll eure nördliche Grenze sein. Vom großen Berg sollt ihr die Grenze ziehen bis zum Berg Hor. Und vom Berg Hor sollt ihr die Grenze ziehen bis man nach Hamad kommt und die Grenze soll nach Zedat hin auslaufen. Dann soll sich die Grenze bis Siphon erstrecken und sie soll bei Hazar Enan auslaufen. Das sei eure Grenze gegen Norden. Als östliche Grenze aber sollt ihr euch festsetzen an der Linie von Hazar Enan bis Shepham. Und die Grenze soll von Shepham nach Ribla herabgehen, östlich von Ein. Danach soll sie herabgehen und sich auf die Seite des Sees Genezareth ziehen gegen Osten. Und die Grenze soll herabkommen an den Jordan und beim Salzmeer auslaufen, das sollen ringsum die Grenzen für euer Land sein. Wenn man sich auf einer Karte versucht, diese Grenzzeichnung einmal vor Augen zu halten und dann anschaut auf politischen Landkarten des Alten Testamentes, wo die Stämme Israel dann wirklich gelebt haben und wo auch die Eroberungen späterer Könige gewesen sind, dann stellt man fest, dass es wohl niemals eine Zeit gab, niemals, in der das Volk Israel, das gesamte Land Kanan, so wie es hier, in diesen Grenzen beschrieben wird, vollständig, komplett in Besitz genommen hat. Niemals. Wie viel Verheißung, wie viel Segnung gibt es in der Bibel, die wir vielleicht noch nie völlig in Anspruch genommen haben, die wir noch nie völlig bis an ihr Limit haben, äh, ausgereizt haben und ähm, für, uns an für uns in Anspruch genommen haben? Lasst uns daraus lernen, dass Gott mehr für uns vorgesehen hat mehr geplant hat uns mehr schenken möchte als wir vielleicht momentan gerade in Anspruch nehmen und Mose gebot den Kindern Israels und sprach das ist das Land welches ihr durch das Los als erbe behalten sollt dass der Herr den neuen Stämmen und dem halben Stamm zu geben befohlen hat denn der Stamm der Kinder Rubens mit ihren Vaterhäusern und der Stamm der Kinder Gats mit ihren Vaterhäusern haben ihren Teil empfangen auch der halbe Stamm Manasse hat seinen Teil bekommen so haben die beiden Stämme und der halbe Stamm ihr Erbteil empfangen, diesseits des Jordan Jericho gegenüber, nach Osten, gegen Sonnenaufgang. Und der Herr redete zu Mose und sprach, dies sind die Namen der Männer, die das Land unter euch zum Erbe austeilen sollen. Eleazar, der Priester, und Josua der Sohn Nuns. Dazu sollt ihr von jedem Stamm einen Fürsten nehmen, um das Land zum Erbe auszuteilen. Und dies sind die Namen der Männer. Kaleb, der Sohn Jefunnes vom Stamm Juda. Samuel, der Sohn Amihuds vom Stamm der Kinder Simeons, Edidat der Sohn Kislon's vom Stamm Benjamin, Buki der Sohn Joglis, der Fürst des Stammes der Kinder Dan's. Haniel, der Sohn Ephots von den Kindern Josefs, der Fürst des Stammes der Kinder Manasses und Kemuel, der Sohn Shiftans der Fürst des Stammes der Kinder Ephrem's, Elisaphan der Sohn Parnas der Fürst des Stammes der Kinder Sebulons. Paltiel, der Sohn Assans, der Fürst des Stammes der Kinder Isaschas. Ahihut, der Sohn Shelomis, der Fürst des Stammes der Kinder Assers. Pedahel, der Sohn Amihuts, der Fürst des Stammes der Kinder Naphtalis. Das sind die, der Hergebot den Kindern Israels das Erbe im Land Kanaan auszuteilen. Interessant ist, wenn man sich die Reihenfolge der Stämme anschaut, dann entspricht das nicht der normalen Marschordnung, auch nicht der Reihenfolge der Geburt. Sondern eigentlich entspricht diese Reihenfolge hier in 4. Mose 34 im Wesentlichen der späteren Aufteilung der Stämme im Land, und zwar von Süden, tendenziell nach Norden. Offensichtlich. Wusste Gott schon, in welcher Reihenfolge, wie die Stämme das Land besitzen würden und hat bereits hier auf dieser, in dieser Aufzählung sie ungefähr in dieser Reihenfolge angesprochen. Gott kennt die Zukunft auch in unserem persönlichen Leben. Wir wollen ihm dafür danken. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du schon weißt, was uns in der Zukunft passieren wird. Und danke, dass du nur die besten Gedanken über uns hast, Gedanken des Friedens, dass du uns eine Hoffnung, eine Zuversicht geben möchtest. Und Herr, wir möchten unser Leben auch heute in deine Hand legen, weil niemand kann unser Leben besser führen als du. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.